So, dann darf ich Sie gleich einladen zu unserem nächsten Talk. Ich darf weitere Herren auf der Bühne gleich begrüßen, die super sind. Ja, die wirklich super sind, die neue super sind. Und ich heiße sehr herzlich willkommen Simon Amberger und Corbinian Dufter, Producer und CEO von Das Neue Super. Herzlich willkommen. So, nehmt mal Platz, Jungs. Du ist okay für euch auch, ja? Unbedingt. Unbedingt. Ihr seid super. Ja, ihr habt so das Label aufgedrückt bekommen, ihr seid Cool Kids. Wie fühlt man sich als Cool Kid? Naja, Cool Kids, das ist die Außenwahrnehmung. Wir selber fühlen uns jetzt nicht mehr cool oder weniger cool als vor oder nach unseren Serien, die gerade so das Licht der Welt erblicken. Also vor ein paar Jahren mit Blockbusters haben wir angefangen, eine Sitcom für ZDF Neo, jetzt unsere letzte große Produktion. Nee, dazwischen noch Hinterfing für den Bayerischen Rundfunk, eine Serie à la Breaking Bad, nur in Bayern mit Maximilian Brückner in der Hauptrolle. Dafür haben wir den österreichischen Filmpreis und den Bayerischen Fernsehnachwuchspreis gewonnen, was super war. Herzlichen Glückwunsch dazu, also große danke. Geschichte. Und jetzt startet im Februar dann 8 Tage unsere Serie für Sky Deutschland. Mhm. Da schauen wir auch gleich rein, da komme ich gleich dazu. Aber wie fühlt man sich als Cool Kid im Sinne von, ist es dann leichter, Projekte zu kreieren und umzusetzen oder hat man dann auch schon einen gewissen Druck, wenn man irgendwo hinkommt, weil die Erwartungshaltung so groß ist? Nee, von Druck würde ich überhaupt nicht sprechen. Wir haben eine wahnsinnige Chance, glaube ich, gerade. Also ich meine, hier saßen ja gestern, glaube ich, die alte TV-Garde um Nico Hoffmann, hat so ein bisschen in den Äther geschimpft. Wir empfinden es natürlich ganz und gar nicht so, weil wir das Gefühl haben, dass die Player, die mittlerweile am Markt sind, eine unfassbare Chance für uns alle bieten. Also klar kann man jetzt sagen, und da hat er natürlich recht, in Deutschland wurden schon immer großartige Originals gemacht und Netflix musste uns nicht wachküssen. Und es ist nach wie vor so, dass irgendwie über 90% des deutschen Produktionsvolumens natürlich nicht von den Plattformen bedient wird. Aber was sie schon geschafft haben, ist, dass es einfach irgendwie, ja, vor Netflix und Amazon hat Serien gucken nicht zur Popkultur gehört. Das war kein Lifestyle. So, das ist heute, ist das in unser aller Leben. Und das ist schon zu großen Teil diesen disruptiven Playern zu verdanken. Insofern ist das eine super Zeit gerade. Ja. Wir müssen auch, glaube ich, sagen, also das Label Cool Kids ist, was wir darunter verstehen, ist, dass uns sehr viel Vertrauen entgegengebracht wird jetzt. Das ist natürlich die große Chance, die wir haben. Am Anfang waren wir eine unbekannte Firma. Wir hatten auch tolle Konzepte damals schon irgendwie in der Schublade, aber niemand hat uns das zugetraut. Und diese Plattformen, also auch die, auch Sky, auch der BR und so, die haben uns sozusagen einen Vertrauensvorschuss gegeben. Und die Chance gegeben. Das war für uns wahnsinnig wichtig und das ist auch weiterhin wichtig und vielleicht muss man jetzt durch diese Player wie Netflix und Co. auch jüngeren Leuten eine Chance geben, um da mitschwimmen zu können. Das ist, finde ich, was, wovon wir profitiert haben und wo ich auch hoffe, dass viele andere junge Firmen jetzt davon profitieren. Ich wollte gerade sagen, viele werden sich denken, ja super, dass ihr das geschafft habt, aber habt ihr auch einen Tipp für andere junge Kreative, die das auch sich erträumen? Also wie seid ihr das angegangen? Wie habt ihr das tatsächlich machen, geschafft? Einfach machen. Die Zeiten könnten nicht besser sein, wirklich. Ich glaube, in 5 oder 10 Jahren werden die Leute sagen, Mensch, ihr wart damals dabei, ihr wart genau an der Zeit, zum richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Das war das goldene Zeitalter vom Fernsehen. Wie viel Glück hattet ihr eigentlich? So wie wir heute über die Werbung in den 80er Jahren sprechen oder das Aufkommen vom Privatfernsehen in Deutschland. Das ist diese Zeit, das ist, glaube ich, noch niemand so richtig klar oder vielen ist es vielleicht sogar schon klar. Einfach machen, rausgehen, der Bedarf für Content ist unfassbar riesig. Die Chancen liegen auf der Straße. Also auch einfach anrufen, Kaltakquise und sich vorstellen gehen und mit coolen Ideen hingehen und dann vielleicht Glück haben. Welche Rolle Absolut. Und die Player, die sozusagen jetzt am Markt sind und damit... Ich will nicht den Eindruck erwecken, dass wir jetzt vollkommen irgendwie auf Netflix, Amazon und Co. aus sind. Wir arbeiten ja mit ZDF, mit dem Bayerischen Rundfunk. Das sind ja alles tolle Partner, die uns riesige Chancen geben. Aber die neuen Leute, die sind sehr nah dran an den jungen Leuten.
Also wenn man offen, ich war vor 2 Wochen war ich auf einer Nachwuchsveranstaltung in Berlin und da war eine der großen Plattformen war mit 4 Vertretern waren am Start. Die sind ganz nah dran an unseren Kreativen, die sind ganz nah dran an den jungen Leuten. Das ist auch nicht ganz, also wir sehen das durchaus auch nicht unkritisch, weil die langfristig eventuell auch versuchen, ihr disruptives Verhalten da weiter durchzuziehen und mittelfristig vielleicht auch ein Interesse daran haben, den Produzenten komplett aus der Herstellungsstruktur rauszunehmen. Also da muss man auch aufpassen. Aber erstmal ist es für junge Leute die optimale Zeit, glaube ich. Also du würdest auch sagen, die sitzen nicht im Büro im Elfenbeinturm und warten, bis wer kommt, sondern die gehen wirklich aktiv auf junge Kreative zu und da muss man halt als junger Kreativer auch wachsam sein und sich ein bisschen zeigen und öffnen, dann hat man da durchaus eine Chance. Super. Welche Rolle hat denn die HFF München dabei gespielt, euren Weg und eure Visionen zu finden? Ja, wir haben uns an der Filmhochschule kennengelernt. Wir waren ein Jahrgang, Simon und wir sind ja 3 Gründer, Raphael, der heute nicht da ist, beide Produktion studiert. Ich habe Regie studiert und da haben wir uns sozusagen am Anfang gefunden und dann auch 2 Jahre nach Studienbeginn schon die neue Super gegründet. Ich glaube, dass die Filmhochschule hat uns ein wahnsinnig gutes Netzwerk einfach geschaffen oder wir haben uns das durch die Filmhochschule schaffen können. Das ist der große Vorteil. Wir wurden natürlich auch super ausgebildet, aber sich da seine Banden zu bilden mit Drehbuchautoren, wir arbeiten jetzt auch mit ehemaligen Kommilitonen an unseren Serien. Wir sind jetzt auch immer noch nah an der Filmhochschule dran und suchen uns da junge Talente, die mit uns den Weg beschreiten, ob das Drehbuchautoren sind, Regisseure, ob das auch Mitarbeiter sind, auch in der Werbung. Wir haben ja 2 Standbeine, wir machen einmal Werbung und einmal Fiction und in beiden Abteilungen sind ehemalige Studenten bei uns angestellt. Also es ist eine ganz großartige Möglichkeit, sich sein Netzwerk aufzubauen. Super, wie beurteilt ihr die Nachwuchslage an den Filmhochschulen? Gibt es da gute kreative Köpfe und ist die Ausbildung auch super, super, super oder besteht da auch Nachholbedarf? Ja, absolut. Also es ist ein großes Privileg in Deutschland, Film oder Regie, Produktion, Drehbuch, Kamera studieren zu dürfen. Es wird ja auch sehr stark ausgesiebt, aber wenn man da einen dieser begehrten Plätze ergattert hat, dann bedeutet das schon sehr viel und ist auch für ganz viele einfach die Eintrittskarte in diese Branche. Die Ausbildung ist super. Ich finde es auch toll, dass die Zeichen der Zeit erkannt wurden, dass jetzt auch zum Beispiel Filmhochschule München, da kann ich das beobachten, dass man sich dem Serientrend auch sozusagen stellt, ihm begegnet, indem man Seminare anbietet, indem man Dozenten einlädt, indem man die Leute dafür auch wirklich ausbildet. Ich glaube, wo immer noch ein bisschen Nachholbedarf besteht, ist der Übergang zwischen Filmhochschule, Ende Filmhochschule und dann der Eintritt wirklich ins Berufsleben oder sozusagen die Arbeit auf dem Markt dann. Da gibt es tolle Programme auch von den, muss man fairerweise sagen, auch von den öffentlich-rechtlichen, teilweise auch von den Privatsendern, die das fördern mit dem kleinen Fernsehspiel und so weiter. Da ist es aber immer noch und es bleibt immer noch eine große Hürde, da vor allem als Regisseur Fuß zu fassen, das Vertrauen zu bekommen, auch die Gelder zu bekommen, um sein Debüt zu machen. Das ist oft eine sehr, sehr harte produzentische Leistung, dann auch die Gelder für einen Debütfilm einzusammeln. Und ich glaube, da würden wir auch als Produzenten mehr davon profitieren und auch am Ende die ganze Medienlandschaft in Deutschland, wenn es da noch mehr Vertrauen gibt, ja, wovon wir am Anfang gesprochen haben. Man braucht Vertrauen als Nachwuchs und dieses Vertrauen ist häufig auch mit Geld verbunden. Wenn es da Möglichkeiten gibt, einfach noch ein bisschen, sage ich mal, den Weg leichter zu machen, gerade im Regiefach, aber auch für Produzenten, dann wäre das, glaube ich, toll für alle. Ja. Ihr habt ein wahnsinnig großes Portfolio, was ihr anbietet, von Werbespots über Arthouse-Filme bis hin zu großen Serien. Gibt es da inhaltliche Synergien zwischen den Genres oder sind das jeweils aus eurer Sicht getrennte Wege? Also es sind insbesondere die Werbung und der Fiction-Bereich sind schon 2 unterschiedliche Bereiche. Also wenn man sich auch die deutsche Branche da anschaut, dann gibt es kaum Überschneidungen zwischen den Werbeleuten und den Fiction-Leuten. Es gibt so ein paar Kreative und das sind durchaus auch die Leute, mit denen wir gerne arbeiten, die wir versuchen in beiden Bereichen unterzubringen. Auch ein Regisseur freut sich, wenn er 2 Jahre an seinem Kinofilm arbeitet, wenn er zwischendrin mal 2, 3 Drehtage an einem Werbeset verbringen kann.
einfach um nicht aus der Übung zu kommen und auch weil es ganz finanziell ganz interessant sein kann, dann doch auch ein bisschen Geld zu verdienen. Aber das ist, glaube ich, das Spannende für uns und so haben wir unsere Firma auch immer betrachtet, dass diese beiden Bereiche sich möglichst gegenseitig befruchten. Also dass man, weil die arbeiten schon recht unterschiedlich, aber dass man dann trotzdem schon, hey, schau mal, unser Herstellungsleiter in der Fiction, der macht das doch eigentlich immer so. Warum sollen wir nicht auch ein Werbeprojekt mal so angehen? Oder schau mal, wir haben hier großartige Autoren, die wir für unsere Serien aufgebaut haben. Warum sollen die nicht auch mal einen Werbepitch schreiben? So haben wir damals auch angefangen, Autoren zu werden, indem wir unsere Werbepitches selber geschrieben haben. Und also das ist, kann gut funktionieren. Wir versuchen da auch gerade, wenn ich da kurz einhaken darf, wir versuchen das auch gerade noch mehr miteinander zu verschmelzen, indem wir auch gerade versuchen, das in das Branded Series, in den Branded Series Bereich zu gehen. Gerade für Unternehmen ist das, glaube ich, eine spannende Möglichkeit für die Zukunft, um auch Kunden langfristig an einen zu binden, indem man einfach Geschichten erzählt, die unterhalten, wo primär die Unterhaltung im Fokus steht und die Werbung dann einfach durch die Hintertür kommt. Und da haben wir, glaube ich, schon auch so in Deutschland eine einzigartige Mischung, weil es wenig Firmen gibt, die Werbung und Fiction in einem Haus machen. Und da versuchen wir eben auch zum Beispiel Werberegisseure, mit denen, Fiction-Regisseure, mit denen wir gerade unsere Serien machen, auf Werbeprojekte, auf Branded Series zu packen. Und das ist natürlich auch für Werbekunden super interessant, wenn dann plötzlich ein Regisseur, der eigentlich spannende 6x8x60 Minuten macht, dann plötzlich vielleicht auch eine Miniserie macht für seine Firma und die Leute, die Kunden an sich bindet, indem er ihnen eine spannende, länger laufende Geschichte erzählt. Also da versuchen wir ganz bewusst Synergien zu schaffen aus diesen beiden Bereichen und auch so ein bisschen vielleicht auch die Zukunft der Werbung in Deutschland mitzugestalten. Ja, das finde ich sehr gut. Es gibt ja auch das Beispiel in Südamerika. Axel hat das mal, glaube ich, gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie den Case kennen, wo jeder Werbespot aufbauend ist und die gesamte Werbekommunikation eine Komplettgeschichte, also fiktional erzählt. Ich finde, auch in Deutschland könnte man manchmal ein bisschen mutiger sein und ich finde es gut, dass ihr in diese Richtung denkt und vielleicht da auch Lösungen anbietet. Ich habe gehört, der 8 Tage ist jetzt da. Wir können auch reinschauen. Ihr habt auch Arbeitsproben quasi mitgebracht. Wo wollt ihr zuerst reinschauen? Lieber in den Werbetrailern oder Werbespots zuerst? Lass uns gerne mit 8 Tage anfangen. Okay. Haben noch nicht viele Leute gesehen, seid ihr eine sehr exklusive, frühe Gruppe und ist auch ein Trailer, der in der Form nicht in den Massenmarkt rausgehen wird, sondern das ist der Trailer, mit dem wir versuchen, den Film an internationale Käufer zu verkaufen. Also 8 Tage ist eure neue Serie? Genau, 8 Tage ist ein Sky Germany Original. Es geht um die letzten 8 Tage der Menschheit, bevor ein Asteroid unseren Planeten zerstört. Was würdest du tun, wenn du noch 8 Tage hättest zu leben? Dann schauen wir mal rein. Wow, sieht vielversprechend aus. Ein Applaus, sehr Wahnsinn. Tolle Geschichte. Danke. So als top besetzt. Kleine positive Einstimmung in ein Wochenende. Genau. In den Tag. Vielen Dank. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Die Idee hatten wir vor relativ langer Zeit. Ich glaube 2013 saßen wir zusammen, Simon, Raphael und ich, bei uns in unserem ersten Büro damals und wir hatten vor, Serien zu entwickeln und bewusst an Sender ranzugehen, um denen ein Projekt zu verkaufen und haben gebrainstormt, was wäre eine spannende Serienprämisse. Und da kam uns die Idee, einen Weltuntergang zu erzählen. Ein Asteroid kommt auf die Erde, aber eben nicht, wie das Roland Emmerich machen würde, der große Weltuntergang, sondern ganz psychologisch anhand einer Familie, was würdest du machen, wenn du noch 8 Tage Zeit zu leben hast? Und das ist so eine universelle Frage, wo jeder andocken kann, die auch so eine große Welt irgendwie aufmacht. Das war so der Nukleus. Also es ist auch so ein bisschen beispielhaft, wie wir bei der neuen Super arbeiten, dass ganz viele Ideen kommen tatsächlich von uns dreien. Wir verstehen uns das sehr als Creative Producer. Es kam aus der Notwendigkeit heraus, dass wir nie die Stoffe bekommen hatten als junge Firma, wo wir gesagt haben, das ist super, das machen wir jetzt, das lässt sich so machen, sondern wir waren gezwungen, unsere eigenen Ideen zu finden. Und so arbeiten wir tatsächlich. Ganz viel entsteht bei uns und dann holen wir uns junge Autoren, oft sehr junge Autoren dazu, in Writers Rooms, entwickeln diese Serie dann weiter und gehen dann raus an die Sender, packagen das und versuchen das zu finanzieren. Insofern ist 8 Tage
Schön, dass es jetzt tatsächlich was gibt, was man anschauen kann. Es war ein langer Weg. Wie gesagt, 2013 bis jetzt im Frühjahr 2019 wird es ausgestrahlt. Das ist ein relativ langer Entwicklungszyklus. Ja, ein großes Projekt. Wie habt ihr eure Partner gefunden und wie ging das dann weiter? Ganz klassisch. 8 Tage hat so ziemlich jede Redaktion in Deutschland auf dem Tisch gehabt. Und man muss einfach sagen, dass die Kollegen von Sky da die einzigen waren, die den Mut bewiesen haben, so einer jungen Firma, weil damals waren wir wirklich noch eine sehr junge Firma. Da hatten wir gerade unsere erste Sitcom produziert für ZDF Neo, ganz viel, viel kleineres Format. Und da war Sky der einzige Partner, der wirklich gesagt hat, okay, das ist einfach, das gefällt uns so gut, die Geschichte ist so unmittelbar, die müssen wir erzählen. Und wenn die Jungs die aufgeschrieben haben, dann kriegen die das auch hin. Und da, das war eine riesige Chance, sind wir auch extrem dankbar, dass wir die bekommen haben. Und so hat es gestartet. Aber wie gesagt, das Projekt ging über viele Schreibtische. Und dann noch so eine Top-Besetzung, wie ich gerade gesehen habe. Wahnsinn, also da kann man schon stolz sein. Wo habt ihr denn gedreht und wie lange wurde produziert? Wir hatten gut 80 Drehtage, hauptsächlich in Berlin, Umgebung von Berlin und auch noch ein paar Tage in Bayern. Also das Projekt ist auch vom FFF Bayern massiv gefördert worden, auch von Bundesförderung und in Berlin natürlich. Aber der FFF war immer ein richtig wichtig Wegbegleiter für uns und deswegen wurde da auch ein substanzieller Teil dann in Bayern realisiert. Habt ihr so Zahlen im Kopf? Wie viele Menschen haben da dann letztendlich mitgearbeitet? Wie hoch war das Budget? Da sprechen wir ungern öffentlich drüber. Viele, sehr viele Leute, man sieht es ja auch. Also es sind aufwendige Szenen, auch in Berlin, in der Stadt, wo wir ganze Teile gesperrt haben. Da braucht man schon einen gewissen Apparat. Ja. Seid ihr jetzt auch traurig, weil angekündigt war die Ausstrahlung auch für 2018, das ist jetzt auf 2019 verschoben. Gibt es da schon News? Habt ihr schon einen Ausstrahlungstermin bekommen? Ende Februar. Ich glaube, der Tag, ich habe ihn leider nicht im Kopf, aber der steht super fest. Nee, wir sind überhaupt nicht traurig. Also das ist, war jetzt auch keine Entscheidung, die wir getroffen haben, sondern da geht es, glaube ich, um die Programmstrategie von Sky und einfach auch das Empfinden dafür, dass jetzt im Herbst, man spricht ja schon vom Hot German Autumn, einfach extrem viel Programm rauskommt und nee, für uns ist das super. Wir haben sogar eigentlich, ist es vielleicht sogar eine Chance, dass die Serie auch jenseits des deutschen Marktes noch mehr Zuschauer findet, weil wir sie jetzt zeigen können, potenziellen Käufern zeigen können, bevor sie ausgestrahlt wurde. Mhm. Bevor ich das nächste große Projekt ansprechen möchte, eure erste englischsprachige Serie Children of Mars, wollen wir auch noch schnell in die Trailer-Werbespots reinschauen, dass wir einfach nur einen Gegenpol auch sehen. Also jetzt dieses High-End-fiktionale Produktionswerk. Dann, was habt ihr im Bereich Werbung mitgebracht? Ja. Wir haben zwei Spots dabei. Das eine ist für den BMW M4, ein Launchfilm. BMW macht eine globale Online-Kampagne für jeden Facelift oder jeden Launch von einem neuen Auto. Den haben wir dabei, der wurde in Amerika gedreht. Wart ihr dabei auch persönlich? Simon war mit dabei. Ja, ich war dabei. Okay. Und der zweite Spot, den wir mitgebracht haben, ist für Hülo, den wir... der jetzt, glaube ich, auf der WM rauf und runter lief. Der ein oder andere wird den kennen. Geht um Hülo Eikehr zusammen mit 3 Bayern-Spielern gedreht. Alles klar, dann schauen wir rein. Einen Applaus, auch das kann sich durchaus zeigen lassen. Ne? Internationales Format, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt noch Hülo mit den Bayern-Spielern, genau. Oder?
Augen auf. Ihre Augen machen einiges mit. Geben Sie ihnen den Schutz, den sie brauchen. Mit Hylocare, der täglichen Augenpflege. Ja, klassische Werbung. Kurz und knapp und sehr schön produziert. Glückwunsch dazu. Kommen wir jetzt einmal zu dem englischsprachigen Produkt, woran ihr gerade arbeitet. Children of Mars heißt die Serie. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das jetzt zu tun? Worum geht's da? Und was ermutigt euch, auch Englischsprachiges jetzt auf den Markt zu bringen? Also der Plan war da nicht jetzt unbedingt, hey, wir müssen unbedingt die nächste englischsprachige Serie machen oder unsere erste englischsprachige Serie, sondern das Thema hat uns einfach total fasziniert. Ausgelöst war das, dass wir einen Artikel gelesen haben, es gibt so ein niederländisches Konsortium, das nennt sich Mars One. Ist ein privatwirtschaftlich organisiertes Gruppierung, die versucht, Menschen auf den Mars zu bringen, und zwar one way. Also ohne Rückfahrticket. Die hatten einen unfassbare großen Zustrom erlebt, haben sich Hunderttausende von Menschen beworben, weil die mitmachen wollten. Und die versuchen das. Das wird von seriösen Wissenschaftlern wird das so ein bisschen belächelt, das Projekt. Aber wir fanden, das war eine unfassbar spannende Setup für eine Dramaserie. Ähnlich wie bei 8 Tage. Da geht es uns nicht um den Asteroiden, sondern es geht uns darum, die Figuren in Situationen zu bringen, aus denen es einfach kein Entkommen gibt. Und One Way zum Mars zu fliegen ist so ziemlich die unvorstellbarste Aktion, die man heutzutage so bringen kann. Du lässt dich im Endeffekt auf eine kontrolliert explodierende Bombe schnallen. Zwischen dir und dem Weltall ist irgendwie so ein Stück Alufolie. Du ballerst Millionen von Kilometern durchs All, um dann irgendwo abzubremsen, indem du dein halbes Raumschiff verbrennst und dann hoffentlich an der richtigen Stelle zu landen, an einem Ort, wo halt kein Mensch vor dir jemals war. Und dass da das Überleben natürlich sehr primal ist, um mal so ein Storyterm zu verwenden, ist, glaube ich, naheliegend. Ein bisschen wild. Wie habt ihr da den Stoff entwickelt? Habt ihr da internationale Hilfe bekommen oder? Nee, auch wieder sehr klein. Also Simon hatte die Idee, Simon schreibt auch tatsächlich mit als Autor. Und hat sich da einen jungen Autor, den Frederick Schofield, mit dazu geholt. Und zu zweit haben die das entwickelt. Das war auch wieder so, einer von uns hatte diese Idee. Und dann versucht man das weiterzuentwickeln, daraus eine Geschichte zu entwickeln, zu packagen, was jetzt mit dem Christian Schwochow gelungen ist, um dann möglichst viele Argumente zu haben, damit das Projekt auch tatsächlich gedreht wird. Wie kam es überhaupt zur Zusammenarbeit mit Christian? Wir haben den Christian wir sind einfach unfassbar große Fans von Bad Banks. Ich finde, Bad Banks ist die deutsche Serie in den letzten 2 Jahren, die wirklich heraussticht aus vielen sehr guten Serien. Also da waren ja einige, Dark, Babylon, also wirklich viele hochbudgetierte Geschichten. Aber ich finde, dass Bad Banks da eine einzigartige Visualität und auch eine unfassbar moderne Art des Erzählens hat. Und da sind wir auf den Christian aufmerksam geworden. Und das Tolle am Christian ist, dass trotz all des Erfolgs, den er hat, ich meine, er dreht jetzt gerade für Netflix The Crown in England, das ist somit die hochbudgetierteste Netflix-Produktion überhaupt weltweit. Aus dem wird noch ganz viel kommen. Und trotzdem ist er aber jemand, der sich als Teil unserer Generation fühlt, der bereit ist, jetzt mit vielen jungen Leuten neue Geschichten auf neue Arten und Weisen zu erzählen. Und ich glaube, dass er für dieses Projekt auch insofern total wichtig und spannend ist, weil er auch in der Lage ist, jenseits dieses Science-Fiction-Rahmens, den das Projekt natürlich hat. Jeder denkt sofort an Raumschiffe und Raumanzüge und diese ganzen blinkenden Computer und so. Aber darum geht es uns gar nicht, sondern das ist nur der Werkzeugkasten. Und dann kommen die ganzen Figuren rein und die ganzen Geschichten der Figuren. Also die Serie funktioniert so, dass wir uns natürlich die Frage stellen, was bringt einen Menschen dazu, alles aufzugeben auf der Erde, um auf den Mars zu fliegen, wo erstmal überhaupt nichts ist. Das heißt, jede Figur hat eine Vergangenheit, in die wir auch eintauchen, in langen Flashbacks. Also wir verbringen sehr viel Zeit vor dem Mars, auf der Erde. Wie sind die Leute in dieses Programm gekommen? Was haben sie eigentlich für Absichten? Wollen sie vielleicht einfach nur Rache oder wollen sie irgendwas ganz was anderes? Also jeder Astronaut hat seine eigene Story. Und für dieses zwischenmenschliche Drama
verbunden mit den ganzen philosophischen und psychologischen Fragen, die sich da alle stellen. Was macht es mit uns Menschen, wenn wir plötzlich auf mehr als einem Planeten leben? Ja, sind wir überhaupt in der Lage, Menschen zu bleiben, die Menschlichkeit mitzunehmen auf den Mars? Das sind ja wirklich fundamentale Fragen, die sich da stellen. Dafür ist, glaube ich, der Christian genau der richtige Mann. Der wird da immer wieder den Finger in die Wunde legen, der wird immer wieder mit guten eigenen Ideen kommen und der wird sicher großartig inszenieren. Macht man etwas anders oder was macht man anders, wenn man weiß, man produziert etwas für den Weltmarkt? Nee, auf gar keinen Fall. Also das ist ja das Tolle an dieser neuen Situation, dass auch die Deutschen, die eigentlich immer ganz fröhlich innerhalb ihrer 80 Millionen Einwohner vor sich hin produzieren konnten, weil der Markt war groß genug, um ordentliche Projekte zu finanzieren, die sind plötzlich gezwungen, durch Leute, die eben in Deutschland abrufbar sind und internationalen Content zur Verfügung stellen, auf diesem Niveau zu produzieren. Und wenn du da nicht mithalten kannst, du musst ja nicht immer mit den Budgets um dich werfen, wie es jetzt Amazon, Netflix oder die ganz Großen machen, aber von der Geschichte her und von den Figuren und von den Story-Twists, da musst du mithalten können, weil wenn das nicht spannend ist, dann... Mhm. Habt ihr, das eine ist die Kreation und der ganze kreative Prozess, sage ich jetzt mal, der auch über Jahre gehen kann, wie wir schon gelernt haben, aber ihr habt die Firma 2010 gegründet, war das, ne? Ja. Und 2013 seid ihr an den Start richtig gegangen. Habt ihr euch auch wirtschaftlich Partner geholt oder auch Unterstützung, weil so eine Firma aufzubauen ist ja auch nicht so einfach jetzt von Seiten des Wirtschaftsaspektes. Nee, wir sind auch tatsächlich stolz darauf, dass wir die Firma mit 0 Euro gestartet haben. Wir hatten nie einen Kredit, wir hatten nie einen Sponsor, keiner von uns hatte reiche Eltern, die da eben mal irgendwie was überwiesen haben, sondern wir haben das wirklich auch dank der Werbung. Deswegen ist es auch so ein Teil der neuen Super-DNA, dass wir dieses Standbein haben. Damit haben wir am Anfang die Miete finanziert, um Zeit zu haben, die Serien und Filme zu entwickeln. Wir haben jetzt natürlich schon intensivere Partnerschaften, auch mit anderen Firmen sozusagen, die, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, mit denen sich das intensiviert hat, wo sich auch Art Mentorenschaften gebildet haben, die uns unterstützt haben. Wir wurden auch gefördert vom Business Angels Programm einer Verwertungsgesellschaft, der VGF, worüber wir sehr dankbar sind und wo wir auch wirklich Mentoren dann an die Seite bekommen haben, die uns auf unserem Weg begleitet haben. Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig für junge Firmen, für Startups, egal in welcher Branche, aber vor allem auch im Filmbereich. Das ist auch eine Message, die wir haben. Junge Firmen, sucht euch Mentoren, sucht euch Leute, die Erfahrung haben, die ein Netzwerk haben, die euch verknüpfen können mit Entscheidern, mit Wegbereitern für euch. Das hatten wir, da hatten wir tolle Leute an unserer Seite, die uns auch auf dem Weg immer noch begleiten. Ist da auch Beta-Film ein Stichwort als positive Neuausrichtung oder Unterstützer? Absolut, auch Beta-Film ist da schon ein langjähriger Partner und die uns unterstützen, ja. Letzte Frage noch, welche Erfahrung habt ihr nochmal gemacht? Vielleicht könnt ihr es nochmal zusammenfassen, wenn ihr mit TV-Sendern arbeitet oder zu TV-Sendern geht, was ist denn der Unterschied oder zu eben Partnern wie Netflix oder Streaming-Anbieter in puncto Mut, Aufgeschlossenheit, Unkonventionalität, Unterstützung der Kreativen? Ich glaube, da gibt es tatsächlich, also man würde jetzt erwarten, dass man sagt, es gibt einen großen Unterschied. Wir haben da eine andere Erfahrung gemacht. Also sowohl das Öffentlich-Rechtliche, der Bayerische Rundfunk, ZDF, ZDF Neo, als auch ProSieben, Sat.1, also so die tradierten Sender, finde ich, sind genauso mutig und haben genauso einen Hunger bekommen nach unkonventionellem Erzählen, nach neuen Stoffen, nach Stoffen, wie der Simon das schon gesagt hat, die einfach so gut erzählt sind, dass sie auch Deutschland verlassen können. Und ich glaube, dahingehend gleicht sich das immer mehr an. Also da machen wir die Erfahrung, wir haben wirklich auf sowohl bei den Plattformen, ob das Sky, Netflix, Amazon, mit den Leuten sprechen wir auch, oder ob das öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist. Es gibt überall tolle Leute, die tolle Geschichten erzählen wollen, die unsere Projekte sich anschauen, die das auch machen wollen. Da gibt es gar nicht so den großen Unterschied. Stellen wir so fest. Und das muss unbedingt auch so bleiben. Also das ist klar, ich glaube, das ist gestern auch gefallen. So, wir haben keine Angst vor diesen neuen Playern. Das soll auch keine Angst haben, aber sie sollen sich angestachelt fühlen, in diesen Wettbewerb zu treten, dem die deutschen Sender absolut gewachsen sind. Ich glaube, wir haben in Deutschland wahrscheinlich mit das beste Free-TV der Welt. Also
geh mal in die USA, schalt den Fernseher ein, jenseits von HBO oder, Italien. Also klar, gibt es auch immer wieder vereinzelt tolle Sachen, aber das deutsche Fernsehen, auch das Free TV, ist richtig gutes Fernsehen. Und dennoch ist jetzt jemand hier in den kommen verschiedene Leute in den Markt rein und stellen größere Forderungen und heben die Latte wieder ein bisschen höher. Und da müssen die natürlich mitziehen jetzt. Aber ich würde sagen, für die Sender ist das die gleiche Chance, sich zu verjüngern, neue Zuschauer zu finden, wie es für uns als Geschichtenerzähler ist. Und ich meine, der Christian Schwocho ist ein tolles Beispiel. Der hat eine großartige Serie gemacht in Deutschland. Jetzt haben sie ihn, Netflix hat ihn schon, ja. Was wird das nächste sein? Also wenn ich ein deutscher Sender wäre, ich würde ihn nicht ziehen lassen, ja. Das ist eines unserer großen Talente. Gibt man ihm jetzt eine Chance, um was zu machen, was er jetzt wirklich machen will, was er glaubt, dass er erzählen muss, oder nicht? Weil sonst wird jemand anders kommen und ihm die Chance geben. Vielen Dank für eure Einschätzung. Letzte Frage, wie seht ihr die Entwicklung von Deutschland und die Branche und den Markt? Oder was wünscht ihr euch für die Entwicklung des Marktes? Dass noch viele so kreative Köpfe, junge nachkommen oder? Ja, ich hoffe, dass wir noch lange Nachwuchs bleiben, wenn man Nachwuchs als was definiert, die viel Leidenschaft haben, die sehr viel Mut haben, die auch mit einer gewissen Naivität, mit einer gesunden Naivität an Projekte rangehen, an Stoffe rangehen, dann hoffe ich oder habe ich das Gefühl, dass es gerade eine tolle Zeit ist für den Nachwuchs und ich hoffe, dass da wir zusammen mit vielen anderen jungen Firmen, mit vielen anderen jungen Filmemachern, Drehbuchautoren, Regisseuren noch einen langen Weg gemeinsam beschreiten. Absolut. Dem schließt du dich an? Absolut. Super, dann bedanke ich mich für diese nette Talkrunde und für die Einblicke, auch den exklusiven Einblick in den Trailer 8 Tage. Und schön, dass ihr da wart. Simon Amberger und Corbinian Dufter, Producer und CEOs, beide von Das Neue Super. Herzlichen Dank. Dankeschön.